Herzlich willkommen zu einer weiteren Februar-Ausgabe unseres Tipps und Trends-Magazins hier bei Allgäu TV. Schön, dass Sie wieder mit am Schirm sind. Auf das handwerkliche Können legt man bei der Bäckerei Speiser allergrößten Wert. Sonst hätte man sich natürlich nicht den Ruf erarbeitet, mit die besten Brezen im Allgäu zu backen. Inzwischen entstehen alle Backwaren in einer größeren Backstube in Kempten. Und ganz stilecht lässt sich alles wunderbar in der Filiale in Waltenhofen genießen. Draußen ist es noch lange dunkel, wenn in der Backstube der Bäckerei Speiser Brote, Semmeln und die weithin bekannten Brezen entstehen. Auch wenn viele Aufgaben inzwischen von Maschinen übernommen werden, die entscheidenden Schritte werden hier immer noch von Hand erledigt. Und auf noch etwas legt man hier Wert: Zeit. Dem Teig wird immer reichlich Zeit gegeben. Das macht das Endprodukt bekömmlicher und es bleibt auch länger frisch. Sind die Brezen fertig, werden sie noch warm verladen und in die Filialen gefahren, beispielsweise in die neue Niederlassung in Waltenhofen. Viel frischer als hier kann man Backwaren kaum bekommen. Wir verwenden keine Industrieware. Es wird alles selber gemacht, traditionell nach alten Rezepten. Das macht uns einfach aus. Es ist die Tradition mit Hand und Herz. Man schmeckt es. Es macht einfach qualitativ einen Riesenunterschied, ob ich jetzt Industrieware verwende oder ob ich das wirklich alles selber mache mit guten und regionalen Rohstoffen. Darauf legen wir einfach Wert. Das macht uns aus. Highlight in Waltenhofen ist nicht nur das große Angebot an feinsten Backwaren. Es ist vor allem auch das Frühstücksangebot. Egal ob Käse, Wurst oder Obst, alles hier ist vom Feinsten, super frisch und schmeckt richtig gut. Viel besser als mit einem vollwertigen Frühstück in der Bäckerei Speiser in Waltenhofen kann man wohl kaum in den Tag starten. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung wirkt sich nicht nur bei uns Menschen positiv auf die Gesundheit aus. Auch für unsere Haustiere ist die Ernährung ein wichtiger Gesundheitsaspekt. Bei Blattner Heimtierfutter gibt es schon immer hochwertiges Futter. Nun gibt es für Hunde und Katzen auch die Eigenmarke Blattners Bestes. Außerdem neu ist das ganzjährige Angebot spezieller Futtermischungen für Wildvögel. Blattner Heimtierfutter ist ein absoluter Spezialist für hochwertiges Futter für Haustiere. Aber auch für Wildvögel werden hier spezielle Futtermischungen zusammengestellt. Wer etwas Gutes für Amseln, Meisen, Buchfinken und Co. machen möchte, kann Ihnen nun das ganze Jahr über helfen. Leider wird der Lebensraum und auch die Möglichkeiten, Futter zu finden, für die Vögel immer weniger. Von dem her, gerade jetzt auch in der Brutzeit und auch in der Aufzuchtzeit, ist einfach der Bedarf umso höher da. Und dafür haben wir unsere Mischungen auch komplett abgestimmt, sodass sie eigentlich das ganze Jahr die Vögel draußen gut unterstützen können. Ebenfalls ganz neu im Programm: Blattners Bestes. Es ist eine Eigenmarke für Hunde- und Katzenfutter. Dabei wird ganz bewusst auf die Qualität jedes einzelnen Inhaltsstoffs geschaut. Dazu gehört nicht nur, dass der Fleischanteil im Futter besonders hoch ist, auch die Güte des verwendeten Fleisches ist außerordentlich hoch. Wir haben uns bewusst für den Namen Blattners Bestes entschieden, weil da einfach das drin ist, wo wir sagen wollen, okay, hier können wir bestmöglichst und mit gutem Gewissen sagen, damit ist Ihr Tier gut versorgt, und haben hier nicht den Fokus darauf gelegt, hier möglichst ein Knallerschnäppchen anzulegen, sondern einfach zu sagen, hiermit kann man mit gutem Gewissen ein Tier gut füttern. Nicht nur das, weil weniger Füllstoffe drin sind, braucht man auch weniger Futter. Gut für die Vitalität und Gesundheit des Tieres. Und auch der Geschmackstest für Blattners Bestes zeigt, dass bei der Rezeptur wohl alles richtig gemacht worden ist. Es ist eines der Autohäuser, in das schon die zweite und dritte Generation zum Fahrzeugkauf geht. 41 Jahre lang hat das Autohaus Schöllhorn in Altusried nur auf die Marke Suzuki gesetzt. Weil sich Suzuki nun aber verstärkt im Kleinwagensektor bewegt, war man auf der Suche nach einer sinnvollen Ergänzung und hat sich schließlich in der koreanischen Marke SsangYong gefunden. So kennt man das Autohaus Schöllhorn schon seit Jahrzehnten. Der Familienbetrieb in Altusried ist ein ausgewiesener Spezialist für Fahrzeuge von Suzuki. Seit kurzem hat man mit der koreanischen Marke SsangYong noch einen zweiten Hersteller ins Programm aufgenommen. Wir haben mit der Marke Kontakt aufgenommen und haben darum gebeten, solche Fahrzeuge zum Testen ins Haus zu bekommen, dass die beiden Werkstattmeister und die Mechaniker aus der Werkstatt diese Fahrzeuge mal anschauen können, mal fahren können.
begutachten können, wie ist die Technik, wie ist es sinnhaft, was da gebaut wird, dass wir auch mit unserem Namen, mit dem Autohaus Schöllhorn, hinter dieser Marke stehen können. Wir waren positiv überrascht. Eine wahnsinnig hohe Qualität, edle Materialien verarbeitet. Das Preis-Leistungs-Verhalten ist gigantisch. SsangYong gilt als echter Spezialist für SUVs und Pickups. Die Fahrzeuge sind nicht nur üppig ausgestattet, sie sind dank Allradantrieb, Untersetzungsgetriebe und bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast auch geeignet, um beispielsweise sicher über verschneite Waldwege fahren zu können oder Viehanhänger zu ziehen. Hier findet man aber auch jede Menge Assistenzsysteme und Annehmlichkeiten, wie beispielsweise klimatisierte Sitze oder beheizbare Lenkräder. Wie schon bei Suzuki gilt auch bei der neuen Schöllhorn-Marke, hier gibt es richtig viel Auto für vergleichsweise wenig Geld. In unserem nächsten Beitrag gehen wir in ein Restaurant, das einige von Ihnen vielleicht noch nicht so kennen. Es geht um das Restaurant Waldbeere. Finden können Sie es im Allgäu Art Hotel, einem barrierefreien Haus, das viele Besonderheiten für seine Kunden bereithält. Das Restaurant Waldbeere im Allgäu Art Hotel in Kempten ist nur eine Querstraße vom Forum entfernt. Hier kann man sich gemütlich mit Freunden treffen, in Ruhe miteinander quatschen und in heimeligem Ambiente zusammen ein Glas trinken. Der Inklusionsbetrieb Allgäu Art Hotel selbst weiß mit Parkplätzen vor dem Haus sowie einer Tiefgarage, aber auch mit hellen und modern eingerichteten Zimmern zu überzeugen. Ein Blick in die Küche des Restaurants Waldbeere macht schnell klar, hier wird nur ganz frisch und mit besten Zutaten gekocht. Für viele Gäste interessant ist auch das abwechslungsreiche und günstige Mittagsbuffet. Wer gerne zum Abendessen vorbeikommen möchte, der kann sich hier über eine neue Karte freuen. Ja, in unserem Restaurant Waldbeere im Allgäu Art Hotel haben wir seit 1. Oktober eine neue Karte für das à la carte am Abend. Sie können dort internationale Gerichte allgäuerisch interpretiert genießen. Und wenn Sie mal eine Location für eine Weihnachtsfeier oder eine Geburtstagsfeier oder irgendwas benötigen, das können Sie auch bei uns, entweder im Restaurant, in unserer Allgäu-Stube oder in den Tagungsräumen im ersten Stock. Denn zum Angebot des Allgäu Art Hotels zählen neben dem Restaurant zusätzlich auch Konferenz- und Meetingräume. Dort lassen sich beispielsweise Seminare und Schulungen abhalten. Und wer will, kann danach doch wunderbar in der Waldbeere entspannt essen gehen. Stehlin. Dieser Name ist in Kempten und weit über Kemptens Grenzen hinaus ein Begriff. Im Jahre 1855 gegründet, wird der Schreibwaren- und Bürospezialist nun schon in der 5. und 6. Generation von Familie Pickert geführt. Ein Unternehmen, das sich immer wieder neu erfindet und mit tollem Angebot und Service beim Kunden punkten kann. Dass man in der neu renovierten Bürowelt von Stehlin in der Kemptener Innenstadt alles bekommt, was man im Büroalltag so braucht, dürften viele Allgäuer bereits wissen. Neu könnte für manche sein, dass es neben Kalendern und Ordnern auch ein stetig wachsendes Angebot für Ökoprodukte und Arbeitssicherheit gibt. Die größte Erweiterung bei Stehlin in letzter Zeit hat es aber in der Einrichtungskultur gegeben. Dort arbeitet jetzt ein interdisziplinäres Team aus Schreiner, Arbeitsplatzexperten und Innenarchitektin daran, neben besonderen Wohnkonzepten zum Wohlfühlen, Firmen auch komplette Bürokonzepte auf den Leib zu schneidern. Das garantiert effiziente und zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine hohe Arbeitssicherheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Der Kunde hat einen Ansprechpartner, er gibt quasi die komplette Aufgabe ab. Wir liefern quasi eine schlüsselfertige Lösung, er kommt in sein Büro und alles ist fix fertig. Es geht vom Boden los. Dazwischen mit Schreibtisch und Bürostuhl natürlich geht es weiter und wir kümmern uns auch um die Themen wie Licht und Akustik. Wir haben verschiedene Herangehensweisen an Problemstellungen oder Anforderungen des Kunden. Wir können so verschiedene Lösungen anbieten und gehen immer individuell auf den Kunden ein und können so unseren Kunden optimal und vor allem rundum betreuen. Gleich groß geblieben ist hingegen die Papeterie. Egal ob Stifte, Künstlerbedarf oder Schulranzen. Kaum etwas, das es hier nicht gibt. Und übrigens, für seine Kunden bietet Stehlin sowohl ein eigenes angeschlossenes Parkhaus sowie einen barrierefreien Zugang an. Im Vergleich zu anderen Regionen ist die Einbruchrate im Allgäu relativ niedrig. Und doch ist es nie falsch, sein Zuhause so gut es geht vor Einbrechern zu schützen. Die richtigen Tipps und Möglichkeiten dazu erhalten Sie bei der Firma Siegfried Liebherr in Kempten.
Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der Eintrag im Richterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung, Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustüre anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80% über Terrassentüre, Balkontüre oder Fenster geht. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich. Und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge. Und wir haben den Vollservice von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Bonuskarten sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Denn wenn man über einen längeren Zeitraum Punkte oder Stempel sammelt, erhält man oft kleine Preisnachlässe und Geschenke. Einen etwas anderen Ansatz hat hier die MyClick-Card. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClick-Card-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Man geht mit der Karte in ein Unternehmen, bei dem man das Zeichen für die MyClick-Card gesehen hat. Beim Zahlen einfach die Karte zeigen und schon kann man den Vorteil genießen. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClick-Card bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man einfach mit dem Portemonnaie dabei hat. Oder man nutzt ganz einfach die App. Die ist kostenlos, einfach zu bedienen. Und das Handy haben die meisten Menschen sowieso immer dabei. Außerdem nimmt sie auch keinen Platz im Geldbeutel weg. Und ein paar Extra-Funktionen gibt es hier auch zu entdecken. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ihnen wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genießen auch Sie immer die kleinen Auszeiten im Alltag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.